Nicht im All, sondern auf dem Boden der Tatsachen. Sogar etwas darunter sind ferngesteuerte Kameras unterwegs. Im Stuttgarter Kanalsystem ist man dem Abwasser auf der Spur. Und das seit 1874. Begehbar ist aber nur ein kleiner Teil. Und falls der Mensch zu groß ist, kommt modernste Videotechnik zum Einsatz. Die Kanäle in etwa so unter 1,20 Meter fahren wir mit einer selbstfahrenden Kamera rein. Dann wird die ganze Kanalisation auf Video aufgenommen und wird dann ausgewertet, welche Schadensklassen das sind. Das müssen wir auch der Wasserbehörde nachweisen. Wo früher Handarbeit gefragt war, bringt heute die Kanalkamera Licht ins Dunkel. Was diese sieht, wird zeitgleich dokumentiert und ausgewertet. Anders als man denkt, am anfälligsten sind nicht unbedingt die ältesten Kanäle. Die größten Schäden haben wir bei den Kanälen in den 50er und 60er Jahren. Dort sind die Kanäle nicht so sorgfältig gebaut worden. Der Wohnungsbau stand ja da im Vordergrund. Und dort gibt es recht viele Schäden in diesen Gebieten und die müssen wir dann sanieren. Doch kaum ein Stuttgarter weiß, wie groß das Kanalnetz wirklich ist. Wie groß das ist? Wie viele Kilometer das sind? Na ja, gut, also Stuttgart ist sehr groß geworden. Hunderte Kilometer. Ein paar Kilometer, aber wie viel weiß ich beim besten Willen nicht. Das kann ich nicht sagen. 10.000 Kilometer. Es sind 1741 Kilometer, in etwa so lang wie die Strecke von Stuttgart nach Flensburg und wieder zurück. Mehr als 100 Mitarbeiter sorgen jeden Tag für einen reibungslosen Ablauf. Umso erstaunlicher, der Einsatz ist hoch und die Abwassergebühren vergleichsweise niedrig. Wir haben hier in Stuttgart sehr günstige Abwassergebühren. Wir haben die unter den bundesdeutschen Großstädten die rote Laterne, aber im positiven Sinn, nämlich mit den niedrigsten Abwassergebühren. Und wir möchten dem Bürger zeigen, was mit den Gebühren passiert und was wir alles tun, um das Wasser hier sauber zu halten. Man spricht überall von der Luftreinhaltung, aber die großen Erfolge, die wir bei der Wasserreinhaltung erzielt haben, werden unserer Ansicht nach viel zu wenig in die Öffentlichkeit getragen. Deshalb werden regelmäßig Führungen durch die geheimnisvolle Unterwelt angeboten. Hier rauschen jährlich 80 Millionen Kubikmeter Abwasser in Richtung Klärberg. Außer dem normalen und somit auch erlaubten Müll landet viel gedankenlos Entsorgtes in der Toilette. Der Kanal ist nicht nur übelriechend und finster, er birgt auch zahlreiche Gefahren. Giftige Gase, Bakterien und das unkalkulierbare Risiko der Wassermassen. Aber ohne eine funktionierende Kanalisation wäre die Landeshauptstadt eine stinkende Kloake.